Im Zentrum von Berlin-Marzahn, da wo es einen richtigen Dorfkern gibt, steht eine Bockfindmühle. An historischem Ort, nach alten Plänen, Mitte der 90er Jahre wieder errichtet. So wie sie hier steht, wurde schon 1815 gebaut oder gemüllert. Und das Schönste ist natürlich, wenn man die Pfeil so hochgeht, die Tür aufmacht, dann ist man in eine Maschine drin. Also man arbeitet in einem Motor. Also es ist einfach ein Traum, wenn man sieht, wie sich alles dreht und bewegt und der Antrieb ist Wind. Seit 2021 drehen sich die Flügel wieder. Dank ihm, Alexander Benedikt, dem neuen Müller. Also ich bin kein gelernter Müller, das war auch nicht die Voraussetzung. Wichtig ist, dass man ein guter Handwerker ist. Er ist gelernter Fliesenleger und hat sich in der Welt umgesehen und in der Schweiz, in Liechtenstein und Norwegen gearbeitet. Das Müllern hat er bei Müller, der Mühle am Schloss Sanssouci in Potsdam, gelernt. Überhaupt gibt es einen regen Austausch unter den Müllern. Der Zusammenhalt ist in der Müllerei, weil es gibt ja nicht allzu viele Müller. Und man kennt sich untereinander und man hilft sich untereinander. Hier in Marzahn fühlt er sich jetzt angekommen und freut sich über das technische Meisterwerk. Also, und diese Bockwindmühle hat natürlich, ist was ganz Außergewöhnliches. Sie hat drei Mahlwerke drin. Normalerweise war ja immer nur ein Mahlwerk, aber der alte Müller hat im Prinzip noch zwei dazu gebaut, was ganz besonders ist eigentlich für eine Bockwindmühle. Und ich hatte letztes Mal Besuch gehabt von zwei Mühlenbauern und Müller aus Holland und die haben einfach gesagt, du Alex, das ist keine Mühle, das ist eine Fabrik. Gemahlen wird auf Stein in mehreren Gängen, was ein ganz besonderes Mehl erzeugt, weil es sehr schonend gemahlen wurde. Bis zu einer Tonne am Tag schafft die Mühle. Das Schönste ist natürlich, wenn man das Korn in den Trichter reinfüllt und man hat nach einer bestimmten Zeit ein Produkt, wo sich die Leute im Prinzip, wo die auch kommen und sagen, ja, das ist ein gutes Mehl. Also besser geht's gar nicht eigentlich, ne? Es gibt Führungen für Schulklassen und Hochzeiten hier. Er selbst träumt von einem Backhaus am Fuß des Mühlenhügels.